Ich habe vor 2 Wochen auf meinem Kanal virale TikToks getestet und das kam so gut an, dass sogar Paluten darauf reagiert hat. In dem heutigen Video zeige ich euch deshalb 8 weitere Minecraft-TikToks und teste, ob sie wirklich funktionieren. Dafür bin ich tief in die Abgründe der Plattform getaucht und habe dabei wirklich krasse Videos gefunden. Es geht von kleinen Lifehacks über Duplication-Glitches bis hin zu komischen Blöcken, die so nie existieren sollten. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Lasst ein Like und ein Kommentar für den Algorithmus da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Viel Spaß mit dem ersten TikTok. This is how to get as many music discs as you want. Step 1 is to trap as many creepers as you can in a little hole with water and then place some TNT right up here. Beneath this lava stream is a skeleton and watch what happens if I go into survival mode. Oh, there we go. We go down and we have a bunch of music discs. Okay, Freunde, ihr habt das erste TikTok gesehen und so soll man ganz einfach eine Music Disc Farm machen können. Normalerweise ist das Ganze ja etwas schwerer. Und ich würde sagen, ich baue das Ganze einfach mal genau hier hin. So, Freunde, es ist vollbracht. Das Ding ist hier hingebaut. So, dann setze ich hier mal ein Skelett rein, beziehungsweise am besten ein paar mehr, nicht, dass die in die Lava laufen. Und wundert euch nicht, warum hier der Zaun ist. Möglicherweise bin ich da beim ersten Versuch in das Creeperloch gelaufen. Hallo, probier uns mal zu treffen. Bitte. Jetzt, okay, jetzt hat es endlich funktioniert, Freunde. Wir sehen, es ist explodiert. Die Creeper sind tot. Wir gehen in Game Mode Creative und finden extrem viele Schallplatten. Also damit kann man sagen, das erste TikTok hat auf jeden Fall funktioniert. So soll man extrem schnelle Treppen für Pferde herstellen können, wo man wirklich innerhalb von Sekunden so viele Höhenmeter überwinden kann. Und ich würde sagen, ich baue das Ganze direkt mal nach. So, das habe ich jetzt auch gemacht und jetzt brauchen wir nur noch ein richtig schnelles Pferd. Ich wusste, wir verstehen uns gut. Okay, es geht los. Und es funktioniert einfach. Aua. Also es funktioniert einfach. Wir kommen so schnell hoch, es ist unfassbar. Ich würde sagen, auch das zweite TikTok hat funktioniert. Auf geht's zum nächsten. This is the new fastest way to find infinite diamonds in Minecraft. Once you find a tough cluster, you want to mine out the whole top section and find the northwest block of the cluster. Once you're in the northern west block, mine 5 blocks forward in a north direction. Once you've mined 5 blocks forward, mine straight down and just like that, you would have found yourself a fresh batch of new diamonds. Und wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, befinden wir uns das erste Mal in der 1.18 Version. Aber halt leider auch ohne Shader und ohne Optifine. Aber zurück zum Thema, und zwar soll es ein Muster geben, nachdem die Diamanten spawnen, und so soll man in einer Höhle unendlich Diamanten finden können, ganz einfach. Und ohne ewig danach Strip-Mine zu müssen. So, Freunde, ich habe jetzt so einen, ja, Tough-Block gefunden. Wir müssen jetzt erstmal an die absolute Spitze im Nordwesten von diesem ganzen komischen Tough-Ding. Ihr seht, ich gucke in den Norden und neben mir ist Westen und damit ist das hier Nordwest und der nordwestlichste Block von dieser ganzen Ader. So, und dafür müssen wir jetzt laut dem TikTok 5 Blöcke nach Norden. So, das ist jetzt so lang. Ich leuchte das jetzt mal mit den Seelaternen aus, damit ihr das besser seht. Und jetzt müssen wir auf dem 5. Block einfach nach unten graben und laut ihm sollen dann da Diamanten kommen. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal direkt aus und gucken, ob das Ganze funktioniert. Also hier haben wir schon mal Gold gefunden, aber das ist nicht das, wonach wir suchen. Wir stoßen außerdem auf einen Mineshaft, aber es geht natürlich weiterhin gerade durch auf noch eine Etage von einem Mineshaft, der sogar brennt. Und es geht noch tiefer runter. Wir fallen ein bisschen, graben uns noch tiefer runter. Ich habe irgendwie keine Hoffnung mehr, dass hier noch was kommt. Wir sind schon bei minus 54. Und ja, jetzt ist Bedrock minus 60. Das dritte TikTok ist also ein Fake. Mojang threw in one insane feature that the community has been asking for years. Stacking slabs. But in the latest versions of Part 2, you can actually stack them up like this. Okay, also wenn das TikTok stimmt, ist es extrem krass. Man soll jetzt nämlich in dem neuen 1.18 Snapshots 2 verschiedene Slabs einfach übereinander platzieren können. Also das ist was, da, keine Ahnung, man wartet schon so lange drauf, dass es funktioniert. Und wenn das jetzt in der 1.18 einfach so funktioniert und einfach so klappt, das wäre extrem krass. Wir haben hier eine Oak Slab und eine Stein Slab und wenn ich die jetzt hier drauf setze, was wird passieren? Es funktioniert nicht. Also, es geht einfach nicht. Ich hatte wirklich so Hoffnung, dass das Ganze funktioniert. Aber leider, leider war dieses TikTok auch ein Fake.
so soll man so eine coole, realistische Fontäne für so einen Brunnen oder sowas bauen. Ja, ich bin dafür da, um das Ganze auszutesten und würde sagen, ich baue das einfach mal kurz für euch. Okay, Freunde, ich habe das Ganze jetzt hier gebaut und wir haben jetzt hier diesen nervigen Pisten, der die ganze Zeit hoch und runter geht und hoch und runter. Und ich habe mir einfach einen Night Vision Pfeil genommen und ich würde sagen, wir schießen da jetzt einfach mal ein paar Mal auf den Slyblock drauf und gucken, ob das Ganze funktioniert. Und los geht's, ob das Ganze wieder hochgebounced wird. Wird's aber nicht wie in dem Video. Also es bounced nicht hoch, die Partikel bleiben und naja, ich würde sagen, das TikTok ist damit zu so, sagen wir, ein Viertel richtig, aber funktioniert eher nicht. So, Freunde, ihr habt das TikTok jetzt gesehen und ich habe alles dafür vorbereitet und bin echt gespannt, ob das funktioniert. Ich spiele deswegen auch extra in der 1.17, also nicht wie sonst in der 1.17.1 und auch ohne Optifine, damit es wirklich alles genauso ist wie im TikTok. So, ich zeige euch erstmal die Schalker-Kiste hier, die ich mir einfach besorgt habe, mit irgendwelchen Random-Items, die man, ja, gerne duplizieren möchte in seiner Minecraft-Hardcore- oder Survival-Welt. So, und dann leveln wir jetzt erstmal ab. So, ich bin jetzt Level 30 und ich hoffe, das reicht. Und ich würde sagen, wir nehmen uns hier mal unsere Spitzhacke raus, die genau dieselben Verzauberungen wie im Video hat. Also es wird wirklich kein Risiko eingegangen. Dann bauen wir die Schalke ab. Die droppt, das ist schon mal gut. Wir tun die Spitzhacke zurück, nehmen uns unsere gesamten Sticks aus den Kisten, die ich schon vorbereitet habe. So, das ist jetzt wirklich komplett voll, da ist kein Platz mehr. Dann öffnen wir den Amboss, tun die Schalker-Kiste, ihr seht's, mit dem ganzen Inhalt in den Amboss rein. Und dann würde ich sagen, benennen wir sie einfach extrem oft um, so lange, bis der Amboss kaputt geht. Okay, es hat jetzt sogar so lange gedauert, dass ich gar keine Level mehr habe. Das wird jetzt natürlich schnell behoben. So, und jetzt kann es auch schon weitergehen. Ihr seht, die ganzen Einsen sind lange am Start. Ich bin gespannt, wann der Amboss endlich kaputt gehen wird. Er ist kaputt gegangen und ich sehe da jetzt schon was auf dem Boden, was ich wirklich niemals gedacht hätte. Wir werfen jetzt zwei Sticks raus und haben tatsächlich zwei Schalker-Kisten, die beide aufgehen und scheinbar beide funktionieren. Schauen wir mal, ob wir uns auch was rausnehmen können. Also hier können wir uns alles Mögliche rausnehmen und hier auch. Und wir können die Rüstung zum Beispiel auch anziehen. Die Netherite-Spitzhacke funktioniert auch wie geplant. Aber kleine Anmerkung am Rande von mir. Macht sowas am besten nicht. Also auf Servern könnt ihr dafür gebannt werden und irgendwie zerstört das doch auch den Reiz von Minecraft. This is how you can find buried treasure without using a treasure map. First thing you want to do is change your render distance to 5 chunks. Then click Shift and F3 to bring up your F3 menu with the pie chart. Then with the pie chart open, click 1 3 times. You should get a pie chart that looks purple. At a coastline, turn around into a 360 until the orange segment spikes. And where it spikes, go in that direction until you hit a chunk border corner. Then look straight up into the sky and move around in that chunk. Wherever the orange segment is the biggest is where the buried treasure is. So just mine down and you'll find it. Okay, also das TikTok fand ich wirklich extrem interessant. Diese Schatzkisten, die man ja normalerweise nur durch diese Schatzkarten aus Schiffen entdecken kann, haben vor allem für den Anfang extrem guten Loot. Also häufig sowas wie Diamanten, das Herz des Meeres, viel Eisen und Gold, oft auch nices Essen. Und die soll man mit diesem ja recht einfachen Trick ganz einfach ohne Schatzkarte finden können. Und wir machen einfach mal genau das, was er uns im Video gesagt hat. So, zuerst müssen wir die Render Distance hier auf 5 Chunks runterstellen. Das sieht ungewohnt aus, sagen wir es mal so. Dann müssen wir Shift und F3 drücken, damit sich dieses komische Kuchendiagramm öffnet. Mögt ihr Kuchen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß, ich werde dafür gehatet, aber ich nicht so richtig. Okay, aber weiter mit dem Video. So, jetzt müssen wir 3x1 drücken, das habe ich gemacht. Ist nur grün. Also bei ihm ist es eins, was lila ist, das Kuchendiagramm. Bei mir ist es... das ist nicht lila, oder? Okay, Freunde, ich habe das wirklich lange in allen möglichen Versionen ausprobiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Falls ihr wisst, was daran der Fehler war, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bei mir jetzt nicht funktioniert, damit ist das Ganze ein Fake und wir starten weiter ins nächste TikTok und auch schon ins letzte. This block shouldn't exist. You can't combine slabs and never have been able to, so
How is this possible? Well, all you need is the world border. At the world border, it makes this, but it's much more glitched than it looks. If you try to retract the piston, it'll only pull the one slab, and what it leaves behind is crazy. This looks like a slab, and you can jump on it like a slab, but in reality, nothing's there. You can still place blocks here and break blocks through it, but relogging makes it disappear, but it's actually still there, just invisible and even more glitched. The only way to destroy it is with TNT. So, Freunde, ihr habt das letzte TikTok für heute gesehen und das ist wirklich nochmal extrem krass. Irgendwie auch ein bisschen gruselig, da soll man irgendwie so einen Block erstellen können, der in Minecraft gar nicht richtig existiert und womit du zwei verschiedene Slabs vereinen kannst. Was wir ja gerade schon in der 1.18 ausprobiert haben und was ja aktuell nicht funktioniert. So, Freunde, ihr seht es, ich habe jetzt hier einfach mal eine eigene kleine World Border um dieses Wasserding gebaut, beziehungsweise erstellt. Und hier soll man jetzt diesen ganz komischen Block herstellen können oder wie auch immer man dazu sagen will. Hier habt ihr auch nochmal den Beweis, falls ihr es mir noch nicht geglaubt habt. Wenn wir jetzt hier den Hebel umlegen, ja, wird wie in dem TikTok einfach beides zur Seite geschoben. Aber was passiert, wenn wir das Ganze jetzt hier machen? Wir setzen mal hier eine Steinstufe, wenn das Ganze funktioniert, so. Dann hier eine Holzstufe, dann hier ein Piston hin und hier ein Hebel. Und ich bin echt gespannt, ob das Ganze funktioniert. Und tatsächlich, es klappt. Und was jetzt noch interessant ist, wenn wir das Ganze mal mit einem Sticky Piston probieren, dann schieben wir das wieder rein, das funktioniert. Aber wenn wir jetzt den Hebel wieder umlegen, zieht er nur diese Holzlab wieder raus. Und wie wir schon sehen, das Ding hat keine Hitbox. Also wenn wir das hier angucken, wird diese schwarze Linie drumherum gezogen. Wenn wir das hier angucken, passiert das Ganze nicht. Also erstmal draufspringen funktioniert, obwohl es ja eigentlich keine Hitbox hat. Wir können mal probieren, hier einfach einen Block reinzusetzen, wie er es im TikTok gemacht hat. Und es funktioniert einfach. Das sieht so verglitscht aus. Das ist so komisch. Guckt euch das einfach mal an, wie komisch das aussieht. Man merkt auch, der Block ist gar nicht da, weil ihr seht, man kann einfach durch den Block Blöcke durch abbauen, aber man fällt halt auch nicht runter. Was ist hier los? Und jetzt kommt das Gruseligste. Wie er gesagt hat, wenn wir uns ausloggen und einfach mal wieder in die Welt reingehen, dann soll die Stufe laut ihm weg sein. Das ist sie. Aber wir können trotzdem noch draufspringen und buggen dann so komisch rum. Und wie er es gesagt hat, die einzige Möglichkeit, das Ganze zu zerstören, soll mit TNT sein. Die Stufe ist hier. Wir platzieren TNT, platzieren den Hebel und lassen das ganze Ding explodieren und schauen, ob es funktioniert hat. Und das hat es. Also es ist hier nicht mehr und wir können einfach durchfliegen. Insgesamt haben also 4,5 Videos, die ich getestet habe, funktioniert. Falls ihr TikTok seht, die ich mal überprüfen soll, schickt sie mir gerne per Instagram, Twitter oder markiert mich einfach in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem extrem über ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus freuen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Für euch ist das nur ein Klick, aber mich unterstützt das riesig. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.